wo ihn quasi immer im Treibinnen hat gelassen, was zur Folge hat, dass wir ihn anschliessend kastriert haben. Seitdem hat er natürlich das Interesse in der Damenwelt verloren, frisst jetzt viel lieber. Und das Ergebnis ist, dass er jetzt wieder gut im Blut drin ist. So schlimm ist das nicht, weil der Urwan ist ein sehr erfolgreicher Zuchthengst, den wir hier im Zoo hatten. Oder eben, wir haben ihn ja immer noch, da wollen wir als Zuchthengst jetzt. Er hat sehr, sehr viel Kamelzeug gehabt. Lustigerweise hat er seine Weissfarbe nur ein einziges Mal vererbt. Er hat dunkle Damen, er selber ein Weisse. Er hat immer dunkle Junge gehabt und eins hat er ein weisses Jungtier gegeben. Sehr temperamentvolles, dass er in der Zwischenzeit den Platz gewechselt ist, meint ich, in einen anderen Zoo gegangen dort. Und er jetzt noch so im höheren Alter an ihm zugeritten worden.